Dordola, ein kleines Bergdorf im Nordosten Italiens, 630 Meter hochgelegen und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Kärnten entfernt. Es liegt in einem dünn besiedelten Tal und teilt das Schicksal zahlreicher Bergdörfer in den Alpen. Dordola ist seit Jahrzehnten von massiver Abwanderung betroffen. Vor 100 Jahren waren es um die 500 Personen, die hier gelebt haben. Es sind noch ungefähr 50 mit den umliegenden Weilern. Es gibt eine Straße bis zum Dorfplatz. Vom Dorf weg gibt es dann eigentlich nur noch Fußwege und Buckelkörbe als Transportgeräte. In diesem abgeschiedenen Dorf im Norden Friauls hat sich der diplomierte Landwirt Kaspar Nikles mit seiner Familie angesiedelt und sich bewusst für ein Leben und Arbeiten im Gebirge entschieden und hat damit das Dorf in mancherlei Hinsicht verändert. Wir sind zu fünft in der Familie. Das heißt, wenn man von 50 Personen ausgeht, wir sind 10% und haben natürlich den Altersdurchschnitt extrem nach unten gedrückt mit den Geburten unserer Kinder. Von dem her haben wir das schon stark beeinflusst, sagen wir mal so. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen beobachten seit geraumer Zeit eine verstärkte Zuwanderung in periphere Alpengemeinden. Ein Gegentrend zur jahrzehntelang bestehenden Abwanderung. Was sind die Beweggründe für die Zuwanderung? Haben die New Highlanders, wie man diese neuen Bergbewohner in der Forschung nennt, das Potenzial für eine nachhaltige Regionalentwicklung? Kann durch sie die Landflucht gemildert, gestoppt oder gar ins Gegenteil verkehrt werden? Migration ins Gebirge. Neue Bewohner in alten Bergdörfern. Eine Sendung von Wolfgang Bauer. Die Alpen. Das Gebirge im Herzen Europas erstreckt sich in einem 1200 Kilometer langen Bogen von der Pannonischen Tiefebene im Nordosten bis zum Ligurischen Meer im Südwesten. 8 Staaten mit entsprechendem Anteil an dieser Bergwelt dürfen sich Alpenstaaten nennen. Es sind dies Österreich, Deutschland, Slowenien, Schweiz, Italien, Frankreich, Liechtenstein und Monaco. In diesen Ländern liegen wiederum an die 6000 Gemeinden auf Alpengebiet und werden daher als Alpengemeinden bezeichnet. Ja, das ist immer ganz konventionell ausgewiesen worden von der Alpenkonvention, als das Alpenkonventionsgebiet festgestellt worden ist. Die Alpenkonvention oder genauer gesagt das Übereinkommen zum Schutz der Alpen, das ist jener völkerrechtliche Vertrag, der im Jahr 1991 durch die Umweltminister der genannten Länder und der Europäischen Gemeinschaft für eine nachhaltige Entwicklung der Alpen abgeschlossen worden ist, so Oliver Bender. Er befasst sich am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck mit der demografischen Entwicklung von Bergregionen. Da haben die Länder sich ganz unterschiedlich verhalten dabei. In Österreich beispielsweise hat man sich an den morphologischen Alpenrand gehalten und hat also geschaut, gehört eine Gemeinde jetzt aufgrund ihres Geländes jetzt noch zu den Alpen? Also ist da zumindest im östlichen Österreich bergig oder sehr stark hügelig und ist das jetzt geologisch an die Alpen noch angegliedert. In Deutschland hat man es anders gemacht, da ist man rein nach Verwaltungseinheiten vorgegangen und hat nicht die Gemeinde als Grundeinheit genommen, sondern den Landkreis, was dem österreichischen Bezirk entspricht, und hat also entsprechend die Landkreise mit Alpenanteil dem Alpengebiet zugeschlagen und dann sind alle Gemeinden innerhalb dieser Landkreise Alpengemeinden geworden und die können dann schon auch sehr weit im Vorland liegen. Wie bereits erwähnt, werden an die 6000 Alpengemeinden gezählt, eine Zahl, die sich immer wieder ändert, etwa durch Gemeindezusammenlegungen, wie vor einigen Jahren in der Steiermark geschehen. In den Alpengemeinden leben mehr als 13 Millionen Menschen. Zum Vergleich, im Jahr 1870 waren es nicht ganz 8 Millionen, 1951 bereits fast 11 Millionen.
Dieses kontinuierliche Bevölkerungswachstum ist vor allem im Bereich größerer Gemeinden, Städte und attraktiver Tourismusdestinationen zu verzeichnen. Abseits davon gab und gibt es im gesamten Alpenraum zahlreiche Gemeinden und Talschaften mit zum Teil massiver Abwanderung. Diese hat im 19. Jahrhundert im Zuge der industriellen Revolution einen ersten Höhepunkt erreicht, als die Menschen auf der Suche nach Arbeit aus den Berggemeinden in die Industriezentren zogen, etwa in die norditalienische Tiefebene oder in die Region um Lyon im Südosten Frankreichs. Noch in den 1980er Jahren galten daher weite Teile der alpinen Regionen Frankreichs und Italiens als demografische Problemgebiete mit einem starken Bevölkerungsrückgang. Dort waren ganze Täler entvölkert, jahrhundertealte Berggemeinden wurden zu Geisterdörfern. Heute hat sich das Bild geändert, beziehungsweise hat sich die Problematik verschoben. Gerade Berggemeinden in den französischen und italienischen Alpen verzeichnen wieder Zuwanderung, wenn sie auch da und dort nur bescheiden ausgeprägt ist. Abwanderung und Landflucht prägen derzeit zahlreiche Regionen und Gemeinden der Ostalpen. Sie liegen vornehmlich in der Steiermark, in Kärnten und Niederösterreich. Doch davon später. Den Trend zur Wiederbesiedlung von Berggemeinden in den Westalpen haben Wissenschaftler der Universität Innsbruck rund um den Geografen Ernst Steinecke bereits sehr früh beobachten können, wie sich Michael Beismann vom Institut für Geografie erinnert. Das Forschungsgebiet von Professor Steinecke waren seinerzeit die deutschen Sprachinseln in den italienischen Alpen. Da gibt es einige davon. Allesamt befinden sich in sehr abgelegenen Bergtälern. Je isolierter, umso länger kann sich eine alte Sprache erhalten, sozusagen. Und im Zuge wiederholter Besuche in diesen Alpendörfern, wo er eigentlich nur schauen wollte, wie viele Leute sprechen noch die alte Sprache, geht das über auf die Jungen, ist er durch Zufall draufgekommen, dass immer mehr Leute in diesen Dörfern wohnen, anstatt weniger, wie es die Statistik und der langjährige, jahrzehntelange Trend besagt. Und er hat mich dann beauftragt, bei der Diplomarbeit statistisch einmal genau nachzuforschen, wie es denn in den Alpen, vor allem in den italienischen Alpen, mittlerweile ausschaut mit Zu- und Abwanderung. Das Überraschende, nicht nur für uns, sondern eigentlich für alle Forschungsgebiete, die sich ungefähr mit dem Thema befassen, das überraschende Ergebnis meiner Diplomarbeit war, dass in wirklich klassischen Abwanderungsgebieten mittlerweile auch Zuwanderung herrscht. Die Abwanderung besteht nach wie vor, aber sie wird aufgefangen durch neue Zuwanderung. Teilweise hat man das lang übersehen, weil die Gesamtbevölkerung noch immer abnimmt, auch in diesen Gebieten, wo es neue Zuwanderer gibt. Denn durch die hohe Überalterung ist natürlich die Sterblichkeitsrate so hoch, dass so schnell sozusagen gar nicht zugewandert werden kann, um das in der Gesamtbevölkerung zum Wachstum zu bringen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man einen deutlichen Zuzug in solche ehemaligen Abwanderungsgebiete. So sind etwa seit dem Jahr 2000 in den peripheren Berggemeinden Italiens an die 3000 Personen pro Jahr zugewandert, sagt Beismann. Periphere Gemeinden unterscheiden sich deutlich von den beliebten alpinen Tourismusdestinationen, wie wir sie aus Nordtirol oder Bayern kennen, wo es ja kaum Abwanderung gibt. Da reden wir eigentlich von Regionen, die die meisten von uns nicht kennen. Das sind wirklich Talschaften und Dörfer, die seit 150 Jahren an Bedeutung ständig verlieren und damit in Verbindung dementsprechend auch unbekannt sind. Wir reden also natürlich nicht von der Stadt, wir reden nicht von der Suburbanisierungszone, wir reden auch nicht von diesem breiten Gürtel an Schlafdörfern rundherum, wo wir meinen, wir leben im Grünen. Das tun wir auch, aber wir schauen nur hinaus ins Grüne und machen mit dem Grünen so gut wie gar nichts. Nur wenn wir noch weiter hinausgehen, respektive hinein in die Berge, finden wir diese letzten Täler, diese letzten Dörfer, die dann durchaus vielleicht so anmuten, wie wir sie von den Heimatfilmen kennen, wo wirklich seitdem nicht viel passiert ist, außer vielleicht eine Straße, vielleicht asphaltiert und natürlich die Elektrifizierung. Aber ansonsten reden wir durchaus von Regionen, von denen uns Mitteleuropäern, aber auch uns Alpenbewohnern eigentlich gar nicht mehr bewusst ist, dass es solche überhaupt noch gibt.
Diese verlassenen Bergdörfer können mitunter ganz in der Nähe von boomenden Tourismusorten liegen. Wenn wir beim Forschen unterwegs sind in so entlegenen Talschaften, von denen selten jemand den Namen weiß, weil sie eben unbekannt sind, dort freuen wir uns, wenn wir wieder unsere Forschungsobjekte, sprich 3 oder 4 neu zugewanderte Leute in ganz kleinen Bergdörfern finden, wohl wissend, dass das Nachbartal vielleicht 25.000 Betten hat und eine berühmte Tourismusdestination darstellt. Für Ernst Steinicke, Professor für Geographie an der Universität Innsbruck, begann die neue Migration in die Alpen vor einigen Jahrzehnten in Frankreich mit der Planung und Errichtung diverser Skigebiete. In Frankreich, wo das alles begonnen hat, waren es sicher Maßnahmen, die ungewollt dazu geführt haben, dass heute die französischen Alpen demografisch gar nicht so schlecht dastehen. Frankreich, die Westalpen, ist in der älteren Generation noch immer verbunden mit einem riesengroßen Abwanderungsgebiet, mit verlassenen Dörfern, mit verfallenen Fluren und so weiter. Das entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen mehr. In Frankreich war es so, dass in den 60er Jahren oder ab Mitte der 60er Jahren ist, dort zu Planungen gekommen ist von großen Skizentren, des sogenannten Stations Intégrées. Skizentren, die direkt von Paris aus geplant wurden, wo alles geplant ist und man hat diese Zentren in die französischen Westalpen in Gegenden gesetzt, die über der Waldgrenze liegen. Tourismusmäßig war das ein mäßiger Erfolg. Allerdings hat es dazu geführt, dass Menschen ins Gebirge wieder gekommen sind. Da haben sich Menschen angesiedelt. Inzwischen haben sie entdeckt, nachdem diese Skizentren alle in Schattlagen sind, dass auf der gegenüberliegenden Talseite es angenehm zu leben ist. Und wir bemerken jetzt durch diesen Impuls dieser Skistationen, dass die nordfranzösischen Täler in den Alpen wieder besiedelt sind. Das hat mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung und mit dem Impuls der Hippies, der Aussteiger, auch im Süden der französischen Alpen, dazu geführt, dass heute dort Menschen leben, dass dort nicht nur die Bevölkerung aufgrund der Zuwanderung zunimmt, sondern die Bevölkerungszahl nimmt auch aufgrund der Fertilität zu, also es sind dort auch Geburten. Der Trend der Wiederbesiedlung ist von den französischen Alpen in die piemontesischen Bergregionen Italiens gelangt. Auch diese galten bis dahin als klassisches Abwanderungsgebiet. Inzwischen sind auch diese aufgefüllt. Ghost Towns gibt es dort kaum mehr. Diese Entwicklung ist dann weitergeschwappt Richtung Osten, hat sogar Friaul umfasst. Friaul, ein klassisches Gebiet der Entvölkerung. Und auch Slowenien. Wobei dazu zu sagen ist, wenn man die offiziellen statistischen Angaben ansieht, so haben wir dort immer noch eine Abwanderung. Allerdings jedoch, wenn man da genauer hinschaut, haben wir auch eine Zuwanderung und es handelt sich um eine Fluktuation. Manche ziehen weg, Jüngere kommen her und es gibt nicht nur einen Austausch der Bevölkerung, sondern es kommen auch Impulse, neue Impulse in das Land hinein. Die Impulse, die von den neuen Bergbewohnern ausgehen, wirken sich auf das Dorfleben, die Landschaftspflege und den Tourismus aus. Dieser quantitative Aspekt, den wir lange Zeit verfolgt haben, besonders in unseren ersten 2, 3 Projekten, dieser quantitative Aspekt soll nicht überbewertet werden. Es gibt Gegenden, wie beispielsweise in Friaul, wo natürlich noch immer eine Abwanderung vorherrscht, wenn man die Statistik anschaut, wo wir aber ein Wachstum in den Dörfern finden können. Das heißt also, Menschen wandern ab, einige wandern zu, aber diese neu Zuwandernden, ob sie jetzt alt oder jung oder im Mittel sind, bringen oftmals Ideen mit. So gesehen haben wir im Lesachtal ein ähnliches Phänomen studieren können. Es sind zwar nicht sehr viele, sind im ganzen Kärntner Lesachtal sind es 5 bis 7 Leute, die zugewandert sind. Nur 5 bis 7 Leute bei 2.500 Einwohnern, aber die bringen Ideen mit. Das haben wir auch in Friaul entdeckt, das konnten wir in Gressonet, in Austertal finden, dass hier neue Ideen, sei es im Tourismus, sei es in der Landwirtschaft, sei es in anderen Bereichen, wir haben dadurch, wenn Familien zuwandern, auch Kinder, die in die Schule gehen, Schulen müssen nicht geschlossen werden. Also es gibt eine Anzahl von Impulsen und wir werden in neueren Projekten mehr auf diese Impulse achten und nicht auf die Einwohnerzahlen oder auf die Menschen, die zuwandern. Also dieses, in Anführungszeichen, Erbsenzählen ist es nicht, was entscheidend ist. Entscheidend ist, ob neue Impulse, neue Ideen in diese zum Teil noch immer verlassenen Gegenden kommen.
Zurück in das kleine Bergdorf Dordolla in Friaul. Es ist mit seinen 50 Einwohnern der Hauptort im 15 Kilometer langen Aupa-Tal, unweit der Gemeinden Pontepa und Moggio in der Provinz Udine. Dordolla ist Teil der Gemeinde Moggio und hatte vor 100 Jahren noch 10-mal so viel Einwohner als heute. Ähnlich verhält es sich mit dem gesamten Aupa-Tal, das noch im Jahr 1951 mehr als 1000 Einwohner zählte. 60 Jahre später waren es nur mehr 184. Ein Grund für die starke Abwanderung war neben attraktiven Arbeitsplätzen in fernen Städten das große Erdbeben in Friaul im Jahr 1976. Dordolla ist stark überaltert. Ein Großteil der Bewohner ist bereits in Pension, sagt Kaspar Nikles. Abgesehen von den Pensionisten gibt es die Kategorie der mittelalterlichen Junggesellen. Also das sind Männer so zwischen 45 und 60, die in Moggio in der Papierfabrik arbeiten, die selber nie eine Familie gegründet haben und in ihrem Heimatdorf geblieben sind, teilweise mit ihrer Mutter zusammenleben oder einer Tante. Aber so sagen die Leute hier eigentlich nur deswegen hier geblieben sind, ja, weil sie keine Familie haben, weil keine Frau und keine Kinder hier an so einem Ort zu halten wären. Kaspar Nikles ist auf einem Kärntner Bauernhof aufgewachsen, hat an der Universität für Bodenkultur in Wien Landwirtschaft studiert und hat sich im Zuge einer grenzüberschreitenden Diplomarbeit mit dem Dreiländereck Kärnten, Friaul und Slowenien befasst. Dabei hat er auch seine Frau kennengelernt, deren Eltern aus dieser Region stammen. Meine Frau hat damals als Radiojournalistin noch gearbeitet in Udine und ich war nicht wirklich heiß auf einen Bürojob, der typisch ist für jemand, der Diplom-Ingenieur für Landwirtschaft ist. Und sie wollte aus ihrem Bürojob raus, hatte vor der Arbeit im Radio auch eine landwirtschaftliche Schule gemacht, daher auch ihr Interesse für die Landwirtschaft. Und wir beide hatten einfach den Traum, ein bäuerliches Leben zu verwirklichen, wo man in hautnahem Kontakt mit der Natur, mit den Jahreszeiten lebt und wo man, und deswegen wollten wir das hier realisieren, von einer anregenden, attraktiven Landschaft umgeben ist. Kaspar, seine Frau Marina und die drei Söhne bewohnen seit mehr als 10 Jahren einen Weiler oberhalb Dordollas. Sie vermieten als einziger Tourismusbetrieb des Ortes einige Zimmer. Die neuen Landwirte halten außerdem Schafe einer seltenen Rasse, bauen Kartoffeln, Mais, Gemüse und Bohnen an und nutzen für all das die steilen Wiesen und Äcker, die seit vielen Jahren brachgelegen waren. Es gab zu dem Zeitpunkt, als wir hergekommen sind, keine Nutztiere mehr, landwirtschaftliche Nutztiere, die Gras fressen. Das heißt, die Wiesen waren teilweise gemäht, damit sie nicht zuwachsen, aber es gab keine Tiere mehr. Das heißt, wir haben die wieder gemähte und beweidete Fläche extrem vergrößert. Dadurch sind die Wiesen grün, die Blumen sind schöner, es ist attraktiver und das zieht natürlich auch andere Menschen an. Und das andere ist natürlich auch, dass wenn eine junge Familie und Kinder in einem Dorf leben, wo fast nur noch alte Menschen waren, dann bringt das natürlich auch neue Lebensfreude und neue Zukunftsperspektiven in das Leben, nicht nur der betroffenen Familie, sondern wenn man so eng zusammenlebt, wie das hier üblich ist in diesen Dörfern, in das ganze Dorf. Die Vermietung von Zimmern und die Wiederaufnahme der Landwirtschaft nach jahrzehntelangem Stillstand haben dazu beigetragen, dass weitere Personen nach Dordolla gezogen sind. Einer der ersten war der Christopher Thompson, der als sogenannter WOOFER, das steht für We Are Welcome on Organic Farms, ist eine Organisation, die Freiwilligenhilfe auf Biobahnhöfen organisiert, gibt es auch in Österreich. Der Christopher kam aus Österreich von anderen WOOF-Höfen zu uns und hat hier mitgeholfen und dem hat es so gut hier gefallen. Er war damals gerade fertig auf der Uni mit seinem Studium Film. Es hat dann noch einen zweiten sogenannten WOOFER gegeben, einen Italiener in dem Fall. In dem Fall war es ein Geschichte-Absolvent, der halt auch keine Arbeitsmöglichkeiten sonst wo hatte und dann aus mehr oder weniger aus Langeweile auf die Idee gekommen ist, er probiert mal zu WOOFen. Und dem hat es dann auch sehr gut gefallen und der hat auf meine Anregung hin sich dem Thema der Trockenmauern angenommen und auch Kurse gemacht, um zu lernen, wie man die
erhält und wieder aufbaut. Nur ist er inzwischen aus anderen Gründen wieder weitergezogen. Aber der war praktisch 3 Jahre hier, kam mit seiner Freundin her. Die haben hier ein Haus gekauft. Er ist jetzt weitergezogen. Sie hat nach wie vor das Haus hier, arbeitet als Lehrerin in Tolmezzo, aber schläft praktisch nur hier. Der Filmemacher und neue Bewohner Christopher Thompson hat übrigens einen Film über verlassene Landschaften und ihre Wiederbesiedlung gemacht. Auch Dordola kommt darin vor. Nach der Premiere im vergangenen Herbst wird dieser Film zurzeit in mehreren Ländern gezeigt. Die beiden New Highlanders Nicholas und Thompson sind keine Aussteiger wie zum Beispiel die vorhin erwähnten Hippies in den südfranzösischen Bergdörfern. Entscheidende Gründe, sich in dem kleinen Bergdorf niederzulassen, waren vielmehr der Reiz der Landschaft und die damit verbundene hohe Lebensqualität. Auf solche und ähnliche Motive ist auch der Geograf Oliver Bender in seinen demografischen Untersuchungen in den Alpen häufig gestoßen. Das ist das klassische Bild, was man von klein auf beigebracht bekommt. Einerseits durch Ferienreisen natürlich. Wir haben das häufig festgestellt, dass die Wohnsitzwahl letztlich die Folge von vielen Ferienaufenthalten ist, von den Leuten, die von weit außerhalb kommen. Es ist eine ganz breite Kulturvermittlung, die dahinter steckt. Ich erinnere mich an meinen Schulunterricht, also auch fremdsprachigen Unterricht in Französisch oder Italienisch, wo immer wieder thematisiert wurde, Berge oder Meer. Und dann wird also aufgezählt, was man da und dort erleben kann. Und das Ganze ist sehr stark positiv konnotiert. Das sind die klassischen Ferienregionen, mit denen sich die Einwohner aller Alpenländer oder Alpen angrenzenden Länder, Deutschland, Frankreich und Italien, auch auseinandersetzen. Man sieht, dass es also auch ein entsprechendes Sozialprestige mit sich bringt, wenn man dort eine Wohnung hat, und es ist der hohe Freizeitwert. Und der Freizeitwert hat sich wahrscheinlich in den letzten 2 Dekaden noch einmal sehr stark diversifiziert durch viele neue Trendsportarten, die aufgekommen sind, am Berg bis hin für die etwas ältere, wohlhabende Generation die Schaffung vieler neuer Golfplätze, die dann gleichzeitig also das Naturerlebnis oder das Landschaftserlebnis ja dann auch ermöglicht. Ältere, wohlhabende Personen, die sich bewusst in Alpengemeinden ansiedeln, das ist eine Gruppe von neuen Bergbewohnern, die vor allem in bestimmten Gunstlagen anzutreffen sind, wie wir später noch hören werden. Die in der Wissenschaft als New Highlanders genannten Personen haben zumeist andere Beweggründe, ihren Lebensmittelpunkt in Bergregionen zu verlegen. Unser Ausdruck war Amenity Migration oder neue Gebirgsbevölkerung, neue Gebirgsbewohner, aber New Highland, das ist ja auch nicht schlecht, weil damit wird ausgedrückt, dass nicht nur in den Alpen dieses Phänomen zu finden ist, sondern eigentlich in den meisten Gebirgen, nicht nur unserer Welt, sondern auch der neuen Welt, in Südamerika, in Nordamerika, im Kaukasus, zumindest im Westkaukasus, auch im Atlasgebirge, in Marokko, dort, wo es erlaubt ist, wo keine Nationalparks sind, auch in den tropischen Hochgebirgen, sowohl Afrikas als auch in den Anden, Südamerika. Wir haben mit dieser ganzen demografischen Forschung der Neubesiedlung von Gebirgsräumen in den USA begonnen. Und dort waren es hauptsächlich jüngere Bevölkerungsteile. Mit diesem Wissen sind wir dann in die Alpen und haben dort auch erwartet, dass es eher jüngere, aktive Leute sind. Haben dabei etwas außer Acht gelassen, nämlich dass in der Sierra Nevada in Kalifornien, wo wir unsere ersten Untersuchungen gemacht haben, die Gebirgsteile viel höher liegen, zum Teil 2700, 3000 Meter, und das ist natürlich für ältere Personen zu belastend. In Italien, da stellten wir fest, dass die Zuwanderer quer durch die Bevölkerung ging. Es handelt sich um Familien, es handelt sich um Pensionisten, es handelt sich auch um jüngere Leute, also quer durch die Bevölkerung. Da lässt sich kaum etwas herausfinden, das allgemein gültig ist. Es handelt sich nicht besonders um wohlhabende Menschen, aber auch nicht um arme Menschen. Es handelt sich sozusagen um die Mitte. Berufsgruppen bieten sich natürlich manche an, und es ist nicht erstaunlich, dass wir zum Beispiel viele Architekten fanden, die vielleicht noch ihr Büro in Mailand behielten und jeden Montag dieses Büro besuchen, mit vielleicht 1,5 Stunden Pendelzeit.
den ganzen Montag ihre Termine wahrnehmen und den Rest der Woche aber zu Hause sind und über ihren Plänen tüfteln. Viele neue Bergbewohner üben also in der Abgeschiedenheit weiterhin ihren erlernten Beruf aus. Wenn Jungfamilien in abgelegene Bergdörfer übersiedeln, dann meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. In den allermeisten Fällen verlieben sich sozusagen Leute in ein gewisses Fleckerl da mitten am Berg. Und sie wollen unbedingt dorthin ziehen. Und erst in zweiter Linie überlegen sie sich, okay, was kann ich aber dort machen? Und in aller Regel sehen sie sich einfach an, wo sind die brachliegenden Potenziale meiner direkten Umgebung? Was kann man dort eigentlich machen? Und genau das machen sie dann. Die meisten Menschen übersiedeln ja, um ihre Lebensqualität zu erhöhen. Das heißt, sie werden jetzt nicht beginnen, wieder 1,5 Stunden in die Ballungsräume zu pendeln für normale Arbeitsplätze. Das wollen sie vermeiden. Selbstverständlich muss man auch schauen, wo man finanziell bleibt. Und da ist der Fantasie prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Sehr häufig versucht man noch, Teile der ehemaligen Expertise, beruflichen Expertise, irgendwie an den Mann zu bringen. Es ist durchaus möglich, als Jurist noch einige Gutachten pro Jahr zu schreiben, auch von fernen Bergdorf aus, was den finanziellen Background meistens leicht zu liefern in der Lage ist, weil das Leben in den Bergdörfern, wenn das Haus einmal renoviert ist, ist relativ günstig. In einem Bergdorf leben, aber hin und wieder aus beruflichen Gründen in die nächste Großstadt fahren. Auf diese Art beruflicher Mobilität ist auch der Umweltschützer, Fotograf und Autor Matthias Schickhofer während der Recherchen seines neuen Buches gestoßen. Es trägt den Titel Schwarzbuch Alpen, warum wir unsere Berge retten müssen. Das sind sehr oft jüngere Leute, digitale Bohem, wie man das auch manchmal nennt. Menschen sind sehr stark am Computer, arbeiten und über die neuen digitalen Technologien vernetzt arbeiten, wo die örtliche Anwesenheit ja nicht mehr so wichtig ist. Das ist sicherlich ein Trend, vor allem unter Jüngeren, eher Kreativwirtschaft, eher selbstständige, beratende Berufe, aber auch in so innovatives, neues Handwerk hinein. Da kenne ich schon etliche Leute, auch aus der Wiener Gegend, die sozusagen in das Rax-Schneeberg-Gebiet ziehen. Die Wohnungen sind dort billiger, die Grundstückspreise sind dort nicht so hoch. Es gibt mittlerweile sehr gute Bahnverbindungen, man fährt 1 Stunde mit dem Zug und mit ein bisschen Organisation kann man eine sehr gute Lebensqualität dort erreichen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, dass hier sozusagen hoffnungsvolle, mutige, innovative Menschen in die Alpen zurückkehren auch oft. Sie kennen zumindest einige Fälle, wo das Menschen sind, die ihre Kinder in den Alpen verbracht haben, dann aber zum Studieren in die Stadt gegangen sind und nach einigen Jahren, Jahrzehnten in der Stadt gesagt haben, eigentlich, ich kann das elterliche Haus oder das Nachbarhaus steht zum Verkauf und kostet nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich wäre es auch möglich, meinen Beruf dort auszuüben und halt sozusagen ein bisschen zu pendeln, ja, und mit digitalen Techniken zu arbeiten. Die meisten Leute allerdings, die wir gefunden haben, die meisten New Highlanders, sind vom finanziellen Background her so aufgestellt, dass sie durchaus ihre alte Existenz komplett abbrechen müssen, um sich die neue zu ermöglichen. Das heißt, wir reden nicht von sehr großen Spielräumen. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass das Leute sind, die Print achten wollen. Und das bringt mich schon zum allgemeinen Thema eigentlich, was machen die Leute dort? Fast jeder hat zumindest einen sehr großzügigen eigenen Gemüsegarten und eine gewisse Teilsubsistenz sozusagen. Das heißt, sehr viele Leute leben zu einem großen Teil von Nahrungsmitteln, die sie selber produzieren. Immer mehr Menschen zieht es aus klimatischen Gründen in Berggemeinden. Dort kann man vor allem die heißen Sommermonate bei angenehmen Temperaturen verbringen, wie man es aus der traditionellen Sommerfrische kennt. Ein Trend, der sich nach Ansicht von Oliver Bender noch verstärken wird. Also das ist in Italien auf jeden Fall eine Entwicklung, die geht schon weit über unsere Klimawandelwahrnehmung und Diskussion hinaus. Also hat letztlich ihre Wurzeln schon im 19. Jahrhundert. Ich habe das selber mal ein bisschen studiert als Praktikant während meines Studiums, wie das klassische italienische Ferien- oder Urlaubsverhalten sich äußert. Also dort wurden saisonal Ferienwohnungen im Alpenraum vermietet.
Das heißt beispielsweise, eine Mailänder Familie mietet sich über die komplette Sommersaison von April bis Oktober eine Wohnung, die dann sukzessive genutzt wird, also teilweise als Wochenendsitz außerhalb der Ferienzeit, dann in den langen Ferien von der Großfamilie, und die Werktätigen kommen dann in der relativ kurzen Zeit der Werksferien auch dorthin. Also es wird sicherlich an Bedeutung zunehmen, dass man vor allem wieder sehr stark im Sommer in die Berge geht. Oliver Bender hat den Zuzug älterer, wohlhabender Personen in den Raum Tegernsee in Bayern untersucht. Sie bringen zum einen Kaufkraft in die Gemeinde ihres Alterswohnsitzes, treiben aber andererseits die Immobilienpreise in die Höhe, was junge Menschen veranlasst, abzuwandern oder gar nicht hinzuziehen. Die Leute, die am Ende des Arbeitslebens kommen, sind in aller Regel wohlhabend, dass sie sich diese Übersiedlung leisten können, dass sie sie verbinden mit einem angenehmen Altersruhesitz eben. Sie bringen also einiges an Kaufkraft mit. Das mag zunächst einmal positiv sein, aber wenn sie in größerer Zahl zuziehen, hat das einen Einfluss auf den Immobiliensektor. Das heißt, die Preise werden sukzessive sehr stark in die Höhe getrieben. Das überlagert sich dann mit diesem Phänomen, was wir generell haben, dass man also versucht, jetzt mit diesem inflationär vorhandenen Geld feste Werte zu bekommen. Und solche Regionen sind besonders nachgefragt. Dort ist der Preisanstieg besonders stark. Das heißt, die alteingesessene Bevölkerung wird quasi aus dem Immobilienmarkt verdrängt. Die junge Generation ist nicht mehr in der Lage, eigenen Wohnraum zu schaffen. Nur mit Unterstützung der Eltern ist das noch möglich. Also Übernahme des elterlichen Hauses oder vorweg Auszahlung des elterlichen Erbes, dann wären sie einigermaßen konkurrenzfähig, aber es gibt große Probleme in diesem Bereich. Wer es sich leisten kann, wohnt vielleicht sowohl in der Stadt als auch in den Bergen, vielleicht auch noch zusätzlich am Meer. Diese sogenannte Multilokalität hat Ernst Steinicke ursprünglich in der Sierra Nevada beobachtet. Da haben wir von der Counter-Urbanization gesprochen, also von der Counter-Urbanisierung. Counter-Urbanisierung heißt die Wanderung von Stadt aufs Land, also nicht mehr diese Landflucht, sondern umgekehrt. Und wir haben das wie die Amerikaner so übernommen, haben aber feststellen können, dass der Sierra Nevada, obwohl die Bevölkerung dort an Zahl zugenommen hat, wir dort kaum Menschen gefunden haben. Bis wir draufgekommen sind, es handelt sich ja nicht um eine Flucht von der Stadt aufs Land, sondern um eine völlig neue Lebensform, dass man sowohl in der Stadt eine Wohnung hat, als auch am Land im Gebirge, wo es attraktiv ist, wo es schön ist, wo es angenehm ist, wo es sich gut leben lässt, wo man sicher ist, wo man vielleicht ethnisch homogener sich fühlt. Dort hat man einen zweiten Wohnsitz geschaffen, der aber nicht als Zweitwohnsitz zu bezeichnen ist, sondern sind gleichwertig. Gibt es vielleicht noch an der Küste einen dritten? Und die Leute können selber nicht sagen, wo ihr Hauptwohnsitz ist. Die Gründe, seinen Lebensmittelpunkt in Bergregionen zu verlegen, sind so vielfältig wie die Lebensformen, die sich dort ergeben. Jedenfalls haben die New Highlanders bewirkt, dass es in vielen Berggemeinden nach lange bestehendem Bevölkerungsrückgang wieder etwas aufwärts geht. Sie haben, glaube ich, nicht das Zeug dazu, die Abwanderung zu stoppen. Sie können im günstigsten Fall den Wanderungssaldo umkehren. Das heißt, wir haben dann mehr Zuwanderung als Abwanderung. Aber es wird immer zu einem Bevölkerungsaustausch kommen dabei. Die Alpengemeinden zwischen dem Pannonischen Becken und dem Mittelmeer weisen eine differenzierte Bevölkerungsentwicklung auf. Ein großer Teil der Gemeinden verzeichnet seit Jahrzehnten ein Bevölkerungswachstum. Ein kleinerer Teil ist von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. Dieses Nebeneinander von Abwanderung und Zuwanderung, von Wachsen und Schrumpfen, gilt auch für die Gemeinden auf österreichischem Alpengebiet, so Gerlind Weber. Sie leitete bis zu ihrer Pensionierung das Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung an der BOKU in Wien und beschäftigt sich nach wie vor mit der nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume.
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass natürlich ganz wesentlicher Teil der Ostalpen auch strukturstark ist. Ich denke hier an den alpinen Anteil zum Beispiel von Vorarlberg, von Tirol, von Salzburg, aber auch von Teilen Oberösterreichs. Also auch der alpine ländliche Raum ist kein Jammertal als Ganzes, sondern hier ist zu differenzieren zwischen strukturstarken Gebieten. Das sind zum Beispiel die zwei saisonalen Tourismusgebiete, aber auch die Gebiete, die zum Beispiel auch Industrie angesiedelt haben in einer zumutbaren Entfernung. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an das untere Inntal oder eben Gebiete, wo sehr leistungsfähige Verkehrsträger sind. Und auf der anderen Seite gibt es schon Gebiete, die aber auch ganz schlechte demografische Entwicklungen haben, also eine sehr geringe Geburtenrate mittlerweile haben und daher nicht genügend junge Leute nachwachsen und dann viele von denen eben diese Gebiete verlassen, um woanders sich auszubilden bzw. einen Arbeitsplatz nachzugehen. Das trifft, wir haben es bereits erwähnt, besonders für die alpinen Regionen Niederösterreichs, der Steiermark und Kärntens zu. Sie gelten gegenwärtig als die demografischen Problemzonen der Alpen, so Peter Tschede, Professor für Geographie und Raumforschung an der Universität Graz. Die Abwanderung im östlichen Abschnitt der österreichischen Alpen ist mit Ausnahme der zentralen Orte und der durch gute Verkehrslage gekennzeichneten Gemeinden nach wie vor relevant. Und es gibt in peripheren ländlichen Gemeinden nach wie vor also deutliche Bevölkerungsrückgänge mit 10-20% und darüber hinaus, wobei ja nicht nur die rückläufige Geburtenrate, sondern vor allem die negative Wanderungsbilanz ein ganz wesentliches Kennzeichen ist. Also fortschreitende Abwanderung bei vereinzelt allerdings wieder Zuwanderung. Aber diese Zuwanderung spielt eben im östlichen Abschnitt der österreichischen Alpen bei weitem nicht so eine große Rolle wie in Westösterreich oder auch im angrenzenden Friaul oder auch in Julischen Alpen Sloweniens, weil eben im östlichen Abschnitt der österreichischen Alpen, ich denke da vor allem, wie gesagt, also an die kristallinen Mittelgebirge Kärntens und der Steiermark und an die steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen verschiedene Faktoren dieser neuen Zuwanderung entgegenstehen. Genau genommen handelt es sich um Regionen wie die Gurktaler Alpen und die steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen von der Enns bis zum Wiener Becken. Einen Hauptgrund für die bereits seit vielen Jahrzehnten bestehende Abwanderung sieht Peter Tschede in der schlechten Erreichbarkeit der Regionen. Die steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen werden in der Literatur nicht umsonst als die vergessenen ländlichen Räume bezeichnet. Es sind Zentralitätsverluste, der Verlust zentralörtlicher Funktionen in den zentralen Orten der untersten und auch der mittleren Stufe. Es sind Image-Defizite, die eine Rolle spielen und es ist natürlich auch der Verfall in der Kulturlandschaft. Es sind gerade in den kristallinen Mittelgebirgen die Aufforstungen, die Vereinheitlichung der Kulturlandschaft, die diese Regionen für Neuzuwanderungen nicht so attraktiv macht, wie das eben im westösterreichischen Hochgebirge der Fall ist. Auch die Besitzverhältnisse stehen neuer Zuwanderung im Wege. Das sind die Besitzverhältnisse im Zusammenhang mit dem Großgrundbesitz. Großgrundbesitz insbesondere in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen und großbäuerliche Besitzstrukturen vielfach also in den Gunstlagen der kristallinen Mittelgebirge. Die niederen Gurktaler Alpen, insbesondere das mittlere Gurktal, sind ein sehr gutes Beispiel für diese Persistenz großbäuerlicher Besitzstrukturen. Daraus resultiert ein geringer Immobilienverkehr. Es wird sehr wenig verkauft. Es kann nur wenig gekauft werden, außer eben ganze Eigenjagden oder größere Besitzeinheiten, die aber im Zusammenhang mit dieser Neuzuwanderung, mit dieser Amenity Migration ja nicht so relevant sind. Und in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen, da ist es die Persistenz sowohl des kirchlichen Großgrundbesitzes als auch des ehemaligen adeligen Großgrundbesitzes, wo die Anfänge bis in die Zeit der mittelalterlichen Landnahme zurückreichen. Dann eben noch die Nachfahren des gründerzeitlichen Großbürgertums, die sozusagen also die Aufsteigergeneration der Gründerzeit, die dann auch also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Großgrundbesitz erworben haben. Die meisten dieser Flächen sind durch Besitzkontinuität gekennzeichnet und es wird nur sehr wenig
wenig verkauft. Der größte Besitzer in der Region, in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen, das sind die Bundesforste, auch die Stadtgemeinde Wien natürlich, aber auch im Zusammenhang mit diesen Besitzungen der öffentlichen Hand ist festzuhalten, dass eigentlich kaum Flächen verkauft werden und es hier eine sehr starke Kontinuität gibt. Peter Rosecker, dessen Todestag sich heuer zum 100. Mal jährt, beschreibt in seinem Roman Jakob der Letzte sehr anschaulich die Abwanderung aus seiner Heimatregion. Der Ausbau der Eisen- und Stahlindustrie in der Obersteiermark hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass immer mehr Bauern in die Städte abgewandert und zu Arbeitern geworden sind. Rund ein Drittel des bäuerlichen Besitzes in Roseckers Heimat wurde seinerzeit aufgegeben und von Industriellen und Adeligen erworben. Wenn aber landwirtschaftliche Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden, verwildert die Landschaft. Sie wird für Besucher unattraktiver. Darüber hinaus vermindert es die Biodiversität. Denn die artenreichste Flora findet man im Bereich extensiver Landwirtschaft, wie sie zum Beispiel die neuen Zuwanderer in den Westalpen betreiben. Nun, die bäuerliche Tätigkeit soll nicht nur das Auge des Besuchers erfreuen. Nach Ansicht von Gerlind Weber hat sie auch ökologische und wirtschaftliche Bedeutung und darüber hinaus große Zukunftschancen, gerade in vergessenen Regionen. Das eine ist zum Beispiel das Stichwort der regionalen Ernährungssicherung. Das heißt, dass die Kunden oft heute so anspruchsvoll geworden sind, nicht zuletzt durch Ernährungsskandale, dass sie sagen, wir wollen wissen, wie das produziert wird, wo das produziert wird, dass es kurze Wege sozusagen auf dem Buckel hat, um auf den Teller zu kommen. Und daher wollen wir in der Region, aus der Region, dass unsere Lebensmittel gezogen werden. Das ist das Erste, was wir sehen, dass eine große Diversifizierung der Landwirtschaft angesagt ist. Also man soll nicht mehr für einen anonymen globalen Markt produzieren, sondern sozusagen für eine Kundschaft vor Ort und da ist auch die Wertschöpfung dann besser. Also deshalb brauchen wir die Flächen für die Vielfalt, die dort produziert wird. Das Zweite ist, die Landwirtschaft bzw. Forstwirtschaft wird die Energie der Zukunft teilweise tragen. Also die Energie kommt nicht mehr aus irgendeinem Loch in unterschiedlichen Weltregionen, sondern sie wird vor Ort produziert. Und in der Regel sind auch hier große Flächenansprüche damit verbunden. Also man könnte sagen, Boden ist das Öl der Zukunft. Also teilweise werden Pflanzen gezüchtet werden, beziehungsweise durch den Wald natürlich, sind hier Flächen gegeben, die also eine ganz wichtige Rolle in unserer Diversifizierung der Energiebasis bilden werden. Das Dritte ist, dass eine große biogene Wende im Hinblick auf Werk- und Wirkstoffe stattfinden wird. Das heißt, dass heute Industriestoffe, die zum Beispiel aus Mineralien oder Metallen gezogen werden, in Zukunft eben aus nachwachsenden Rohstoffen gezogen werden. Und auch hier eine große Konkurrenz um diese landwirtschaftlichen Flächen stattfinden. Oder auch Arzneimittel. Denken Sie jetzt an die ganzen Heilkräuter, Anbaugeschichten, auch in hohen Lagen, gerade im Binnenraum sind viele Lagen dazu bestens geeignet, um sehr wirksame Wirkstoffe aus dem Boden herausziehen zu können. Wenn sich neue Gebirgsbewohner der Landwirtschaft widmen möchten, dann stellt dieses Vorhaben eine gewisse Herausforderung dar. Denn viele New Highlanders haben keinen oder nur einen geringen landwirtschaftlichen Background. Oder sie haben nur wenige Chancen, einen Hof übernehmen zu können, sagt Markus Schermer, Professor für Agrar- und Regionalsoziologie an der Universität Innsbruck. Das Problem dabei ist natürlich immer, dass eigentlich ein großes Vertrauen da sein muss zwischen Übergeber, Übernehmer und das ja eine langsame Geschichte ist. Aber ich kenne zum Beispiel in Frankreich einen interessanten Ansatz, die haben einen sogenannten Inkubator. Also eine Ausbildung für Leute, die also Landwirtschaft betreiben wollen und die dann, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, einen Businessplan entwickeln können und auf einem kleinen Bauernhof das umsetzen können, 2-3 Jahre lang und in dieser Zeit auch Kontakte knüpfen können mit potenziellen Übergeberinnen und da also da zusammenkommen können und wo das Vertrauen eben aufgebaut werden kann, weil oft glauben ja diese Übergeber, dass die das nicht schaffen, dass die eigentlich nur Romantikerinnen sind, die da irgendwo aufs Land wollen, aber eigentlich nicht mit
Landwirtschaft sich im Näheren auseinandersetzen wollen. Das Zweite wäre, dass es auch viele wohlhabende Menschen gibt, die erkennen, dass die Landwirtschaft Zukunft hat, aus den schon genannten Gründen, und daher bereit wären, hier auch Geld zu investieren. Also sie als Verpächter auftreten, sehr stark selbst investieren und dann der Pächter sozusagen diesen Hof führt. Also hier gibt es neue Nachfrage-Angebotsstrukturen aufzustellen. Derzeit ist das noch immer sehr traditionell organisiert, ist mein Eindruck. Das heißt, man muss aus einer bäuerlichen Familie kommen, um hier eine Hofnachfolge dann tatsächlich anzutreten. Aber da gilt es eben doch sehr stark zu öffnen. Landwirtschaft hat auch das Potenzial, Gemeinschaft zu stiften. So ist der Zuwanderer Kaspar Nikles im Bergdorf Dordolla nicht zuletzt aufgrund seiner bäuerlichen Tätigkeit von der ortsansässigen Bevölkerung gut aufgenommen worden. Die Landwirtschaft kam in Dordolla mit dem Verschwinden der letzten Kuh in den 1980er Jahren zum Erliegen. Jemand verhindert, dass ihre eigenen Mühen, mit denen es verbunden war, dieses Land hier zu nutzen, dass diese Mühen umsonst war, weil innerhalb von einer Generation sind die Flächen zu und aus diesem Staudach wieder eine Wiese zu machen, das ist aber Arbeit für mehrere Generationen. Das heißt, es war für sie in gewisser Hinsicht so ein Hoffnungsschimmer dadurch, dass wieder jemand kam und dass jemand ihr eigenes Erbe und ihre eigene Tradition fortführt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil sonst leben die Menschen eben wirklich so isoliert dort, wie bei den Freizeitwohnsitzen, die wir so landläufig uns vorstellen. Und dann passiert eben nicht viel. Aber wenn die Menschen miteinander stärker in Kontakt kommen und sich kennenlernen und sehen, wer da was wie macht, dann kann wirklich auch Gemeinschaft wieder neu entstehen. Und das Entstehen von Gemeinschaft, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, um dort dauerhaft eine Wiedererstarkung zu erleben. Auch die Kooperation mit Bewohnern von Städten kann die Landwirtschaft in abgelegenen Bergregionen voranbringen. Wobei ich da das Ziel sehen würde, dass dauerhafte Vernetzungen zwischen solchen Partnerinnen entstehen, dass da zum Beispiel Städterinnen, Bauern sich auf einer permanenten Ebene zusammentun und dann bei Arbeitsspitzen mithelfen und dafür eben von mir aus jetzt Produkte bekommen oder die Möglichkeit auch haben, dort in der Nähe des Bauernhofes einen Garten anzulegen. Durch die bäuerliche Tätigkeit wird die Landschaft gepflegt und für Besucher attraktiver. Allerdings hat dies kaum das Potenzial für Massentourismus. Die New Highlanders wollen das auch gar nicht, sind vielmehr an einer sanften Ausprägung des Tourismus interessiert, der auch die erzeugten Produkte entsprechend würdigt. Funktionieren kann es eigentlich nur dort, wo stärker erstens Sommertourismus gegenüber Wintertourismus zum Tragen kommt, weil die Sommertouristen eher Landschaft, Produkt und Freizeitaktivität in Einklang bringen, während im Winter Skisport zum Beispiel nicht unbedingt mit Kulinarik sehr viel zu tun hat. Diese ganze Après-Ski-Kultur nicht unbedingt für Langsamkeit und dem Auseinandersetzen mit der Umgebung spricht. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass bei uns die Fluktuation auch im Gastgewerbe sehr hoch ist und man nicht immer einen Koch hat, der wirklich jetzt mit regionalen Produkten was anzufangen weiß. Im Gegensatz zu Frankreich, wo eher das Restaurant den Besitzer wechselt als den Koch, ist bei uns halt das eher so, dass der Besitzer bleibt, aber der Koch wechselt. Als Beispiel für einen sanften, naturnahen Tourismus in Bergregionen nennt Matthias Schickhofer die sogenannten Bergsteigerdörfer. Das ist eine Initiative des Alpenvereins, an der mehr als 20 Berggemeinden in Österreich, Bayern und Südtirol teilnehmen. Darunter sind auch Dörfer, die in der jüngsten Vergangenheit einen Bevölkerungsrückgang durchgemacht haben, die aber damit gut leben können. Denn das gemeinsame Credo dieser Dörfer lautet: Wir wollen mit dem, was wir haben, auskommen. Wir wollen da keine massiven Investitionen, wir wollen uns nicht in eine Kosten- und Verschuldungsspirale hineinstürzen, so wird es die großen Skigebiete machen. Wir wollen ein gutes und ruhiges Leben haben, in einer gewissen Bescheidenheit und Demut auch vor der rauen Natur und der durchaus auch bedrohlichen Natur der Alpen. Und wir wollen unsere Traditionen
Und die Art und Weise, wie wir leben, die wollen wir auch weiterhin pflegen und uns nicht einem globalisierten, ich weiß nicht, Kommerz-Shopping-Schiefer einer Leiter unterwerfen. Ja. Das halte ich für sehr gescheit. Und ich glaube, dass diese Bergsteigerdörfer ein durchaus eher verallgemeinerbares Modell sind für einen Großteil der Alpentäler als die großen Skigebietszentren und die Skimeckas. Vor allem diese Formel, wir wollen mit dem auskommen, was wir haben, und wir wollen die Kostenspirale vermeiden, das halte ich für einfach grundvernünftig. Was nicht bedeuten muss, dass sich periphere Bergdörfer nur ihrer sanften Qualitäten wie Abgeschiedenheit, Ruhe und gute Luft besinnen. Im Gegenteil, auch technische Innovationen sind von Bedeutung. Gerlind Weber denkt in diesem Zusammenhang an ein leistungsfähiges Internet. Dadurch, dass die jungen Leute in hohem Maße sehr gut qualifiziert sind, muss man eigentlich in ihnen erkennen, dass sie selbst ihr Arbeitsplatz sind, dass sie einmal zu sich selbst einen Arbeitsplatz auf selbstständiger Basis eben schaffen können. Und hier hilft ihnen natürlich oder würde ihnen helfen, muss man korrekterweise sagen, schon die Digitalisierung, wo die Diskriminierung der ländlichen Räume, nämlich ihre schlechte Erreichbarkeit, faktisch mit den neuen Techniken aufgehoben werden könnte. Das setzt aber voraus, dass eben hier ein ganz leistungsfähiges Internet auch im ländlichen Raum gegeben ist, weil das ist momentan eine der zentralen Push-Faktoren, weil doch viele davor zurückschrecken bzw. zu Recht davon Abstand nehmen, dass sie sich im ländlichen Raum ansiedeln. Und hier wäre die Forderung, dass 100 Megabit pro Sekunde also auch als Leistung im ländlichen Raum angeboten werden könnte. Derzeit ist das nur in den Landeshauptstädten, in den größeren verfügbar. Gerlind Weber empfiehlt kleinen, peripheren Berggemeinden ganz bewusst aktiv zu werden, damit wieder neue Zuwanderer kommen. So schlägt sie etwa vor, dass Menschen, die einst weggezogen sind, mit attraktiven Angeboten wieder zurückgelockt werden sollten. Zum Beispiel, indem sie sagen, also wir bieten dir eine sehr günstige Startwohnung, wir bieten dir einen sehr günstigen Coworking Space, wir bieten dir vielleicht erste Kundenkontakte, wir werden uns bemühen, auch erste Aufträge an dich zu vergeben. Wir bieten dir zum Beispiel auch Kinderbeaufsichtigung, also ein Netzwerk von Leihoma und Opa und so weiter. Also hier muss man ganz klar sagen, dass man sich in diesen Wettbewerb einklinken muss. Und da gibt es zum Beispiel eine Kampagne, also das kommt teilweise durch das Denken in Deutschland, das heißt Wandern und Wiederkommen, also dass man niemand Jungen mehr festhalten möchte vor Ort, sondern dass man sie hinauslässt, um eben Lebenserfahrung zu sammeln und dann aber sagt, wir tun das sehr wertschätzend, was du gelernt hast und wir würden uns sehr freuen, wenn du wiederkämst. Also wo man ganz konkret Kontakt mit diesen Abgewanderten hält und dann eben wieder versucht, sie mit konkreten Rückkehrangeboten sozusagen tatsächlich wieder zurückzubringen. Vor einigen Monaten hat das Bergdorf Albinen im Schweizer Kanton Wallis für Aufsehen gesorgt. Man wolle neuen Zuwanderern eine Prämie zahlen, wenn diese sich verpflichten, das Dorf zum Erstwohnsitz zu machen, in eine Immobilie zu investieren und mindestens 10 Jahre zu bleiben, hieß es. Albinen ist in den vergangenen Jahrzehnten auf 240 Einwohner geschrumpft. Postamt, Schule und andere Einrichtungen gingen verloren. Ein typisches Schicksal eines peripheren Bergdorfes. Das Interesse auf diese Gemeindeoffensive war enorm. Einigen Ortsansässigen war es sogar zu stark. Ob letztlich tatsächlich einige Familien auf Dauer angelockt werden, wie es die Gemeindeoberen ursprünglich wollten, wird sich zeigen und wird gewiss von Seiten der Wissenschaft mit großem Interesse beobachtet werden.